Genfer Virologie-Professorin Isabella Eckerle zeigt sich auf Twitter enorm froh, dass ihre Kinder noch nicht schulpflichtig sind und sie ihre Kinder darum nicht muss gegen Covid exponieren. Ist das einfach eine durchgeknallte Angstmacherin, eine Corona-Extremistin oder eine Wissenschaftlerin, wo auch der Bundesrat und seine Massnahmen beeinflusst? Hören Sie dazu meinen Kommentar. Ganz ehrliches, persönliches Statement. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass meine Kinder noch nicht schulpflichtig sind und ich sie nicht exponieren muss. Hoffentlich ist die Impfung bald zugelassen und umgesetzt. Der Tweet hat Isabella Eckerle am 28. April 2021 abgesetzt. Mit anderen Worten, sie jagt allen Leuten Angst und Panik ein, die schulpflichtige Kinder haben. Denn die, so die Botschaft von der Madame Eckerle von Genf, setzen sich im Schulzimmer Tag für Tag, Schulstunde für Schulstunde, der enormen Gefahr vom Coronavirus aus. Isabella Eckerle kommt von Deutschland und ist seit 2018 außerordentliche Professorin für Virologie zu Genf. In der Corona-Pandemie ist sie eine der Lieblingsexpertinnen in den deutschen und den deutsch-schweizer Medien. Kein Wunder, schliesslich verlangen die neuen Richtlinien vom Schweizer Radio und Fernsehen, dass mindestens die Hälfte der Experten Frauen müssen sein. Die Isabella Eckerle hat noch vor kurzem einen europaweiten Lockdown gefordert. Offenbar hat die Alarmistin, die die Schulkind gewissermaßen jederzeit in Lebensgefahr sieht, die Wirklichkeit noch nie angeschaut. Tatsächlich ist meines Wissens weltweit noch kaum je ein Kind, ein Schulkind, wegen Covid ums Leben gekommen. Ich glaube, Spielen auf dem Kinderspielplatz oder das Velofahren ist garantiert gefährlicher. Da kann ich nur sagen, arme Eckerle-Kinder. Der Frau Eckerle auf ihrem warmen, gut polsten, staatlich zahlten Lehrstuhl ist es offenbar egal, wenn die Wirtschaft und die ganze Existenzen wegen der übertriebenen staatlichen Massnahmen zugrunde gehen. Sie, meine Damen und Herren, dürfen übrigens als Steuerzahler den Nationalfonds finanzieren, wo Frau Eckerle natürlich ebenfalls angezapft hat. Die Experten wie Frau Eckerle haben noch vor jeder Lockerung gewarnt. Im März hat die Taskforce von 10'000 Neuansteckungen pro Tag geredet. Tatsächlich haben die Lockerungen im April keine negativen Auswirkungen auf den Pandemieverlauf gehabt. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Video der Woche. Das zeigt, dass wir uns um die Gesundheit der Schulkind erst recht im Appenzellerland keine Sorgen mehr machen. Die wissen sich schon zu helfen. Ja, du, letztens sind eben mal zwei Buben in der Welt Pilze sammeln. Und dann kommt gerade der Förster dorthin und sagt, ja, zeig mal die Pilze. Dann haben sie die Pilze gezeigt. Dann sagt der Förster, du, die dürfen dir aber nicht essen, die sind giftig. Dann sagt einer von diesen zwei Buben, ja, weißt du, die essen mir auch nichts, die verkaufen mir nur. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Alles Gute und auf Wiedersehen.